Hallo zusammen, heute machen wir die leckersten italienischen Hähnchenschnitzel. Und die heißen Hähnchen Parmigiana. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Für unser heutiges Video benötigen wir zunächst etwas Schnibbelarbeit. Wir schneiden eine große Gemüsezwiebel in mehr oder weniger feine Würfel. 3 Knoblauchzehen, auch mehr oder weniger fein gehackt. Dann benötigen wir eine halbe Chilischote. Hier könnt ihr natürlich ein bisschen nach eurem persönlichen Belieben das dosieren und auch ruhig etwas mehr nehmen. Die genauen Mengenangaben gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es im Übrigen auch den Link zu meinem letzten Buch, Barbecue the American Way. Nur noch wenige Exemplare davon im Handel verfügbar. Wenn ihr euch noch einen sichern wollt vor diesem Sommer, solltet ihr das schleunigst tun. Dann habe ich einen Dreiviertel Anzündkamin voll mit Holzkohlebriketts vorgeglüht und heize meine gusseiserne Pfanne auf. In die gusseiserne Pfanne gebe ich zunächst etwas Öl und schwitze dann meine Mischung aus Zwiebeln und Knoblauch ganz langsam darin an. Das Schöne bei so einer gusseisernen Pfanne ist, wenn sie dann langsam aufheizt, bekommt ein gutes Aroma und die Zwiebeln behalten so eine gewisse Süße. Und jetzt kochen wir eine ganz, ganz gemütliche Tomatensoße auf dem Grill. Wir geben die Chilischoten hinzu und wenn alles so ein bisschen glasig angeschwitzt ist, 3 bis 4 Esslöffel Tomatenmark. Das ist so ein Tomatenmarkprodukt, wo auch ein gewisser Knoblauchgeschmack mit drin ist. Das gibt es auch mit Kräuter. Es tut aber auch ganz normales Tomatenmark. Das ist der Moment, in der die Magie entsteht. Jetzt lassen wir das Ganze mit dem Tomatenmark etwas anrösten. Geben etwas weißen Balsamico hinzu, löschen das einmal so ein bisschen ab und fügen dann Schritt für Schritt Rotwein hinzu. So, Summe sind das so circa 150 Milliliter. Die gebe ich halt so immer peu à peu mit rein. Lass das kurz wieder etwas weiter köcheln. Dann wieder einen Schluck dazu, bis mein kompletter Rotwein aufgebraucht ist. Im nächsten Schritt gießen wir dann etwas Hähnchenfond hinzu. Wir beginnen auch so mit so 100 Millilitern. Mein Glas hat 250 Milliliter, was ich mir da gekauft habe. Und lasse das dann einmal aufkochen. Der restliche Hähnchenfond kann dazu dienen, dass man die Soße am Ende nochmal auf eine gewünschte Konsistenz bringt, wenn sie vielleicht zu dickflüssig ist. Jetzt geben wir rund 450 Milliliter passierte Tomaten hinzu. Die gibt es so in grob passiert oder in fein passiert. Was auch immer ihr dann nehmen möchtet. Hauptsache, es wird am Ende eine richtig schöne, leckere Tomatensoße. Dann würzen wir das Ganze. Ich nehme zum Beispiel Huster, 2 Lorbeerblätter, Salz, weißer Pfeffer. Und dann lassen wir diese Soße ordentlich reduzieren. Das heißt, einmal alles schön verrühren und weiter bei niedriger Hitze köcheln lassen. Wer möchte, kann jetzt noch getrocknete italienische Kräuter hinzugeben, zumindest aber mal eine ordentliche Portion getrockneten Oregano. Nach etwa weiteren 5 Minuten Köcheln bei mittlerer Hitze ziehen wir die Pfanne dann in meinen Gasgrill um. Niedrige, direkte Hitze und lassen die Soße einfach weiter schön köcheln, bis wir eine richtig schöne Konsistenz haben. In der Zwischenzeit können wir uns um die Hähnchenschnitzel kümmern. In dem Fall nehme ich hier eine Hähnchenbrust. Schneide die im Schmetterlingsschnitt auf, würze die großzügig von beiden Seiten mit SPG, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und das Ganze mache ich dann so lange, bis ich meine kompletten Hähnchenbrüste hier fertig verarbeitet habe. Und der Rest ist jetzt auch wieder ziemlich einfach. Wir brauchen eine Panierstraße. Wir beginnen mit einer Schüssel voll mit Panko und Parmesan. Das vermischen wir und es gibt eine super geile, richtig schöne, kräftige, tolle Kruste. Dann brauchen wir eine Schüssel mit Eiern. In dem Fall habe ich ja jetzt eine etwas größere Menge gemacht, da lohnt es sich auch ein paar mehr Eier aufzuschlagen und einmal miteinander verquirlen. Und natürlich, ich sag mal, ganz normales Mehl. Ich habe jetzt meine Hähnchenbruststücke schon sehr intensiv mit Salz, Pfeffer und Knoblauch gewürzt. Wer möchte, kann natürlich jetzt aber auch noch zusätzliche Gewürze mit in die Panade bringen. Paprikapulver lohnt sich da. Ich haue auch immer schon mal gerne einen Schuss Sojasauce mit ins Ei. Da gibt es sicherlich Varianten. Gut, und den Rest muss ich euch, glaube ich, nicht ausgiebig erklären. Einmal durchs Mehl ziehen, durchs Ei und dann ab in die Panko-Parmesan-Mischung.
Auf dem Seitenkochfeld habe ich schon meine zweite gusseiserne Pfanne vorbereitet und etwas Öl aufgeheizt. Und jetzt frittieren wir unsere Hähnchenschnitzel, bis sie richtig schön goldgelb sind. Danach lassen wir diese kurz auf etwas Küchenkrepp abtropfen. Und da ich ja zwischendurch den Gasgrill eh bereits laufen habe, damit die Soße weiter vor sich hin reduzieren kann, bis sie eine geile Konsistenz hat, bietet es sich natürlich jetzt an dieser Stelle an, diese halt auch einfach auf das Warmhalterost zu platzieren und dort warm zu halten, beziehungsweise gleich dann noch final fertig zuzubereiten. So lassen sich auch bequem größere Mengen von diesen Schnitzeln vorbereiten und wunderschön warm halten. So, und jetzt seht ihr, was für eine geile Konsistenz diese Tomatensoße bekommen hat. Jetzt toppe ich die Schnitzel mit jeweils 1 bis 1,5 Esslöffel von dieser schönen Tomatensoße, gebe frisch geriebenen Parmesan oder Pecorino oben drüber. Zum Schluss noch etwas geriebenen Mozzarella-Käse. Dann schließen wir den Deckel, bis unser Käse geschmolzen ist und wir ein richtig schönes Resultat am Ende haben, was wir auf den Teller legen können. Und la voilà, Hähnchen Parmigiano, eins der geilsten, leckersten, saftigsten, käsigsten Hähnchenschnitzel, die ihr je gegessen habt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es wirklich unglaublich lecker. Es ist alles zusammen. Es ist knusprig, es ist saftig, es hat einen richtig tollen Geschmack. Unglaublich toll. Natürlich werde ich das Ganze jetzt auch probieren. Teilen, liken, kommentieren ist immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es cool, wenn ihr das nachholen könntet. Ihr könnt auch gerne meine Fanpages besuchen. Mich gibt es bei Facebook, bei Insta und bei TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.